Welcome to Azabache TV. Aquí estamos. Salud, brindando para el año 2012. Eso. 2012. ¿Tenemos mucho que contar? Ja, wir haben eine lustige Anekdote zu erzählen. ¿Tú quieres empezar con esto? Sí. Wir haben zwei Konzerte gemacht in Potsdam und in Berlin mit einem Programm mit dem Titel Flamencura. Hicimos. En el 2012, con este bonito flyer y este bonito Lessing, Anna Lessing. En el 12, dos conciertos, uno en Warschau, Potsdam, y el otro en La Luz. Erstmal müssen wir erzählen, wer dabei war. Mit dabei waren Elsa Orista Rojas, Raiko Schlee, Anna Menjiva, Fernando Galán y Bella La Paloma. Und im Gesang Manu Sotto, genau. Por segunda vez con nosotros. Das zweite Mal kam Manu Sotto nach Berlin, um mit uns zu singen. Und wir hatten ein Solo, jeder hatte ein Solo, wir hatten etwas zusammen gemacht und wir hatten beide zusammen auch Martinete getanzt. En los conciertos de Potsdam y Berlín, cada uno tuvo su solo. Nosotros hicimos el Martinete con Bastón al principio de la, del espectáculo. Die Martinete lief super, wir haben super beendet mit Stock und Bastón. Und dann wollte ich richtig cool sein und wollte mit dem Stock seine Bewegung machen. Y en la segunda parte, yo y sale Ana Mejía a bailar. Und dann kam Anna raus und hat Solear getanzt und hat angefangen mit dem Gesang von Manu Sotto alleine, ohne Gitarrenbegleitung. Joel stand noch dort, um auszuatmen und den Anfang von Anna anzusehen. Y de repente, estoy ahí, ¿no? Ay, míralo, que te he traído. Ay, adivina mi regalo. Era la alarma del fuego, ¿no? Entonces todos en el escenario me miraron. Y también alumnas pensaron, oye, que Joel está fumando. Después de su baile está fumando, pero nada. Also der eiserne Vorhang ging nicht mehr nach oben. Es gab ein technisches Problem. Das heißt, wir mussten dann von der Bühne vorne so große Stufen nach unten durch das Publikum durch hinten raus. Y al final tuvieron que bajar por las escaleras del escenario, que son bastante altas. Sí, eso, que eso fue no de los conciertos de Flamencura, vamos. Ja, Flamencura total. Nur wer genügend Feuer in sich hat, kann verrückt nach Flamenco sein. Weil Flamencura ist ein Wortspiel aus Locura y Flamenco. Gut erklärt. Bueno, und dann? Eso claro. Los dos niños más guapos, más simpáticos del mundo. Hicimos un cursillo en la calle de Antonio. De Antonio Díaz. Y no. Eso ha sido otro año. No es. Okay, 2012 ist auch gewesen etwas, was jetzt nicht direkt mit Azabache zu tun hat, aber irgendwie doch, nämlich es wurde ein Buch herausgebracht. El Arte Flamenco. Das hat Gitta Wüstner geschrieben in Zusammenarbeit mit mir. Und Gitta Wüstner hat uns auch 2001 mit uns das Stück damals entwickelt. Und hat auch unseren Azabache-Schriftzug, unser Logo entwickelt. Ah, der Logo, guck mal, das hatte ich vergessen. Eso no me acordaba yo. Es werden viele Fragen beantwortet, die man noch nicht. Sí, para la gente que empieza a bailar o que baila hace un tiempo y tal, es ayuda muchísimo. Ja, es wird auch den Rhythmus erklärt, es sind Textbeispiele, es werden die einzelnen Stile erklärt. Gitta Wüstner hat ihre. Aquino, con unos dibujos muy bonitos. Sehr viele schöne Illustrationen gemacht mit vielen Künstlern. Und mit diesem Buch haben wir dann auch eine kleine Lesung gemacht, Gitta und ich, in der Peña Flamenca Pata Negra in Berlin. Sí, cuando Gitta vino a Berlín a presentar el libro, pues estuvimos en la Peña Pata Negra, ¿no? Para explicar lo que hay dentro, leer unos textos y luego. Und die Peña Flamenca ist ein Ort, sie haben sich 2010, im Winter 2010 gegründet. Ein klitzekleiner Ort, eine Remise in Berlin-Wedding. Luis y Valle haben ein Konzert gemacht, un recital flamenco en la Peña Flamenca. Claro. Bueno, la Peña es un lugar muy, muy bonito.
hay que ir. Muy, muy acogedor, yes. Con escenario muy bonito, chiquito. Ganz klein und ganz familiär und sehr schön. Hay que tu amor se ha terminado, porque siento otro querer. Regresamos a los conciertos, pues 2012, El Blanc-Spiele, así en Wittenberg, ¿no? El Blanc-Festspiele. Bueno, hay un festival muy grande en el norte de Berlín, unos 150 kilómetros, en Wittenberg, y dort gab es 2012 die sogenannten Elbland-Festspiele mit einem spanischen Programm. ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno, como 2 Tage und wir wurden eingeladen mit 4 Tänzerinnen und 3 Musikern. De músicos, Samna Orista Rojas, Raiko Schlee, Luis Monge Vargas, eso. Que vino hasta Berlín para el festival, genau. Und Ana María May y Ana Menjivar. Wir waren eine große Gruppe. Wir haben 3 Tänze auf die Bühne gebracht. Un trocito del programa que presentábamos ahí, bueno, de la noche, decimos más bien, lo salió en la tele, la TV RBB. Offiziell ist bei RBB eine Zusammenfassung dieser spanischen Nacht erschienen und wir haben 2 kleine Momente daraus, die wir euch zeigen. Und am Ende des ersten Konzertes haben sie jedem Künstler auf der Bühne einen riesengroßen Blumenstrauß überreicht. Sí, so groß! Am Ende vom ersten Tag. Claro, al final, después del primer día de concierto, nos regalaron un ramo de flores enorme a cada artista. Sí. Eso sí, ¿verdad? Sí, de grande. Und als wir dann runterging die Treppe, haben sie uns alle diesen Blumenstrauß wieder weggenommen, weil sie ihn am nächsten Tag uns nochmal gegeben haben. Y luego, cuando bajamos de la escalera, ¿verdad? Que nosotros estábamos ahí, sí, ¿no? Un poco sorprendida, que, sí. ¿No? Para nosotros. Se llevaron el ramo porque para el otro día utilizaron el mismo. ¡Qué fuerte, ¿no? Ay. Sí, es lo que hace, oh, eso. Sí, porque bueno, estaba claro. ¿No estaba la hija de Montserrat Caballé? ¿Tú crees que le quitaron la flor a ella también? Also, uns haben sie die Blumen weggenommen, sind anderen die Blumen weggenommen, sí, haben sie sí, auch nicht. Lo hemos... bueno. Und dann waren wir natürlich wieder in Klein Bologna, in Eckernförde. Y claro, en 2012 nos fuimos 2 veces a Bologna también, ¿eh? Und zweimal in Bologna, natürlich. Eso, also, eso ya no podíamos resistir. Todo sin ir ah, a ich Bologna, erinnere mich, in Eckernförde hatten wir 2012 auch 5 Gitarrenschüler und hatten eine richtig schöne alte Bühne. Wir hatten nämlich dann den Auftritt, den wir gemeinsam mit den Schülern gemacht haben, in der Galerie. Das war im ersten Stück. Creo que Galerie. Sí, sí, no es la vez que caigo. Luis se cae bailando. Yo. Ah, no, das war schrecklich. Eso? Nein, Luis, du hast getanzt. Du hast getanzt. Und es war eine Bühne und es waren nur diese Podeste und die gingen nach hinten runter. Und du hattest getanzt, Sigeria. Und Luis sang und war zum Schluss so und rutschte mit dem Stuhl immer weiter zurück und war kurz davor runterzufallen, kurz davor auf. Und ich habe es gesehen und bin aufgestanden und habe sozusagen den Stuhl gehalten von ihm, dass er nicht runterfallen kann. Ahora sí me acuerdo. Ahora decimos, habían puesto como un escenario, pero atrás de los músicos había espacio. Y yo estaba bailando Sigeria y yo me acuerdo muy bien que Luis estaba ahí cantando metas y así. Con la silla, ¿no? Yendo para atrás. Y Cristiano que lo vio, que dijo, uy, 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 se va a caer. Que sí se estaba por caer, ¿no? Sí, estaba a punto, por un centímetro. Y me levanté y cogí la silla. Y él se asusté por mí, porque me levanté. Claro. Pero bueno, ahora seguimos cantando. Pero bueno, por lo menos hemos evitado una silla. Bueno. Vídeos de, hemos dicho, 2012, Wittenberg. Hasta la próxima. Salud. Mucha salud. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß, se me olvidó.